Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es richtig ist, angeblich soll heute Yvonne Wölke einziehen. Was? Yvonne ist halt Yvonne, versucht es halt auch schon lange auf Mitteln und Wegen in die Medien zu kommen. Peter es eigentlich einfach beenden könnte, in jeglicher Form. Ach, das Thema nervt schon, bin ich ehrlich, aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass man nach 20 Jahren Ehe einfach was zu klären hat. Sieht man mich übrigens auch das allererste Mal mit meinem neuen Partner Philipp Bender. Harmlos und in Köln sagt man so Zuppehuhn. Das ist halt so. Manuel Flickinger und ich sind nie wirklich getrennt. Geht wo ist Sabrina Lange? Die habe ich schon gesehen, hier beim Essen. Okay, ich wollte Sie fragen, ob Sie sich aus dem Weg gehen. Scheinbar gehen Sie sich aus dem Weg. Danke, Jasmin! Er sagt, dass wir alle im selben Management sind, was ja schon mal nicht korrekt ist. So, ihr Lieben, wir sehen uns beim Partyprinz. Ciao. So, da habe ich die Jasmin Herren und ich hatte dich schon beim Promi Big Brother die Late Show gesehen. Irgendwie dein Look, ist der 90er Jahre inspiriert oder schiele ich? Tatsächlich trete ich jetzt schon anderthalb Jahre so auf. Echt? Ja, also ich bin seit anderthalb Jahren in diesem Style und renne auch so rum, ja. Dann war ich nicht up to date. Zumindest während meinen Auftritten. Die langen Haare machen natürlich auch viel. Ja, und dann die Schnecken, die du hattest. Ja, aber die habe ich schon immer gehabt. Ich hatte auch immer so ein Pinselchen im Sommerhaus bei den Spielen und so. Mhm. Ach so. Bei der Late-Night-Show war dann Thema hier auch unter anderem Andreas Ellermann, der schießt ja jetzt so gegen seine Ex Blanco. Und er meinte, ihr hättet euch alle verschworen. Du, Jamila und Patricias Management gegen ihn. Wie findest du diese ganze Geschichte? Nee, er sagt, dass wir alle im selben Management sind, was ja schon mal nicht korrekt ist. Stimmt, ja. Jamila ist bei Ramon. Genau. Also von daher, mir egal. Haben wir noch ein anderes Thema? Heute ist AIDS-Gala. AIDS-Gala. Aber wenn wir dich doch schon mal hier haben. Du hattest gerade irgendwas, hatte ich gehört, mit Dani Büchner. Seid ihr Freunde oder nicht? Gab es irgendeinen Zwist? Das könnt ihr demnächst alles sehen, was wann wie wo war oder gewesen ist. Vielleicht kommt ja auch was in Forsthaus Rampensau vor. Aha. Läuft ab 8.12. auf Join. Da sieht man mich übrigens auch das allererste Mal mit meinem neuen Partner Philipp Bender. Mhm. Also, dann haben wir noch ein Thema. Promi Big Brother. Schön. Wie findest du denn, dass die Kleinstar jetzt sind? Ich meine, ganz Deutschland hat dreiviertel Jahr, wir konnten ja gar nicht weggucken, wir haben es alle gelebt. Meinst du, es war jetzt zu viel oder hast du gesagt, na gut, das Thema läuft und macht nochmal weiter? Ach, das Thema nervt schon, bin ich ehrlich. Aber auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, dass man nach 20 Jahren Ehe einfach was zu klären hat. Ob man das jetzt öffentlich machen muss, naja gut, das ist jetzt eh in der Öffentlichkeit. Gut, dann klär es halt öffentlich, aber Hauptsache wird mal bald ein Deckel drauf gemacht, ne? Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es richtig ist, angeblich soll heute Yvonne Wölke einziehen. Was? Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist. Ich glaube nur noch, was ich sehe. Und ich wünsche eigentlich allen Parteien, dass sie mal zu sich selber finden und Ruhe finden. Und dass ein Krankenwagen in der Nähe ist. Ja, weiß ich nicht. Also nee, das glaube ich jetzt nicht, dass es soweit ist. Ich muss sagen, ich habe auch Iris persönlich kennengelernt. Sie ist immer sehr nett zu mir gewesen. Peter habe ich auch kurz das Vergnügen gehabt. Sehr freundlich, sehr in sich ruhend, also angenehmer Mensch, so was ich jetzt kennengelernt habe. Und Yvonne, ja gut, Yvonne ist halt Yvonne. Versucht es halt auch schon lange auf Mitteln und Wegen in die Medien zu kommen. Und vielleicht hat sie jetzt einen gefunden, der halt das halt macht. Meinst du, sie hat ihn da ganz schön ausgenutzt und jetzt für ihre PR, dass sie jetzt endlich berühmt wird? Es spielt für mich alles keine Rolle, wer wen hier ausnutzt und wer irgendwie jetzt Profit daraus schlägt, sondern für mich ist relevant, dass Peter es eigentlich einfach beenden könnte, in jeglicher Form. Und das verstehe ich nicht, warum er das nicht tut. Entweder eine Scheidung unterschreibt und der Drops ist gelutscht, weil man kann ja auch so ein Trennungsjahr machen, ne, und das schon mal unterschreiben oder einen Vergleich oder gibt es ja viele Möglichkeiten. Oder einfach Yvonne abschießt und dann ist gut, ne, weil er seine Ehe retten will. Aber einfach mal eine Entscheidung treffen. Gibt es für dich einen von den dreien, der dir ein Stück sympathischer ist oder sagst du, die sind... haben alle ihre Gründe und die sind mir alle gleich sympathisch oder unsympathisch? Sind mir nicht alle. Also mir hat keiner was getan. Also ich verstehe, ich habe mich gut mit allen verstanden. Aber es war jetzt, ich habe jetzt auch nicht so einen engen Kontakt zu allen. Ne? Aber ich muss sagen, ich kann nicht mehr hören.
Also mir ist es eigentlich auch scheißegal. Hauptsache, es hört jetzt langsam auf. Wem wünschst du denn den Sieg von den ganzen Nasen da drin? Ich wünsche tatsächlich... Yvonne Wolke. Nee. Also ich wünsche tatsächlich mal Patricia Blanco den Sieg aktuell, denn ich finde, sie hat sehr an sich gearbeitet. Ich habe sie persönlich auch so ein bisschen, weil wir auch befreundet sind, begleitet. Und sie macht einen wirklich gelösten, tollen Eindruck. Und ich fände das so einen richtig guten Kickstart für sie, jetzt einfach ihr neues Leben auch schon so zu verwirklichen. Und sie hat das einfach verdient. Vor allem den können sie dann mal den Ellermann schön da sitzen lassen, wo er jetzt sitzt. Ist ja wieder zu Hause eingezogen und könnte ihr Leben fortführen. Und auch er sagt ja, er wünscht ihr auch den Sieg. Na, wer schon mal gewonnen hat, war Jürgen. Mhm. Und der hat ja jetzt geschossen gegen dieses eine Mädel von einem von diesen... Insel. Ach ja. Und hat Suppenhuhn genannt. Wie fandst du da? Fandst du das gerechtfertigt? Hat er übertrieben oder kommt das einfach aus der Situation? Also ich glaube, die sagen in anderen Formaten, sagen so einige ganz andere Kraftausdrücke. Und da geht es bis zu Ohrfeigen, also geht es da richtig ab. Von daher finde ich das harmlos. Und in Köln sagt man so Suppenhuhn. Das ist halt so, ne? Und ganz ehrlich, es... was da vorgeworfen wird. Es ist eine Bagatelle, wenn man sich das mal richtig im Livestream und so weiter angeguckt hat. Und das habe ich. Es ist Pillepalle, ja. Also da muss man mal ein bisschen differenzieren und wird ein bisschen aufgebauscht. Jürgen finde ich sehr sympathisch in dem Format. Ich muss allerdings auch sagen, ich würde mir wünschen, dass jemand anders mal gewinnt, weil er hat ja schon mal gewonnen. Mhm. Heute Abend sind wir auf einer Charity. Ja, Charity, ganz wichtiges Thema, also mache ich immer wieder gerne, ist auch eine wichtige Sache und ich finde einfach, man sollte Tanz unter dem Regenbogen unterstützen und darum bin ich heute hier. Du trittst auf, ich habe gesehen, im Timetable zusammen mit Manuel oder seid ihr getrennt von der Bühne hintereinander oder seid ihr zusammen auf der Bühne? Manuel Flickinger und ich sind nie wirklich getrennt. Seit wir uns kennengelernt haben im Dschungelcamp und auch täglich das Bett miteinander geteilt bzw. gewechselt haben, haben wir Kontakt gehalten und das gibt es sehr selten und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ja, Manuel hat ja jetzt auch seinen ersten eigenen Song rausgebracht und ich habe gesagt, ja klar, also dann komm mit und ich finde, du passt auch auf diese Veranstaltung, du gehörst hier hin und ich wünsche ihm ganz, ganz viel Glück und gebe ihm heute ein bisschen von meinem Slot ab. Ja, cool. Wer auch hier ist, Sabrina Lange. Ihr habt doch nicht das Bett geteilt, aber ein Haus. Geht wo ist Sabrina Lange? Ja, die habe ich schon gesehen, hier beim Essen. Okay, ich wollte Sie fragen, ob Sie sich aus dem Weg gehen. Scheinbar gehen Sie sich aus dem Weg. Danke, Jasmin.